spontanes Follow Me Around für euch. Das letzte hat euch so gut gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme heute die Kamera wieder mit. Es ist Wochenende, da habe ich doch ein bisschen mehr Zeit. Meine Kinder, die wollten jetzt heute ins Hallenbad. Das war ein bisschen schwierig, die Entscheidung. Deshalb ist es auch schon super spät, weil jeder immer irgendwie was anderes möchte. Also bei so vielen Kindern ist es natürlich schwierig, jedem gerecht zu werden. Aber wir haben uns jetzt fürs Hallenbad entschieden. Ich nehme euch mit dieses Wochenende. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Video. Wir sind jetzt schon angekommen. Die Fahrt, die war ziemlich anstrengend, wie immer. Ihr wisst, wir leben in einem kleinen Ort. Da müssen wir halt immer ziemlich weit fahren. Ich habe euch aber noch ein Outfit abgefilmt. Das schicke ich euch jetzt gleich nach und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ja, ich zeige euch noch kurz, was ich anhabe. Ein Outfit of the Day quasi. Das Licht ist hier leider nur ein bisschen schlecht. Tut mir leid. Die Bluse ist nämlich eigentlich pink. Sie kommt gar nicht so pink rüber, gell? Naja, gut. Jetzt wisst ihr, dass sie pink ist. Dann habe ich eine gemütliche Hose an, eine Boyfriend-Hose. Meine Gang-Hose, sage ich immer. Die ist nämlich von Gang, also eine Gangster-Hose. Mein Mann, der mag die gar nicht. Ja, weil hat null Bobbes in der Hose. Aber mir ist das eigentlich relativ wurscht. Hauptsache, sie ist bequem. Und dann habe ich noch meine Chucks an. Genau, einfach was Bequemes. Hier ist unsere Bella. Hi Bella! Mein Schatz, was ist los? Du musst da bleiben. Genau, also einfach was Gemütliches. Ich habe jetzt hier noch meinen Hoodie an. Den mag ich total gerne. Und meine große Spange, die ich jetzt gleich meine Haare ja hoch machen werde. Also ich werde die mit Sicherheit nicht offen im Schwimmbad tragen. Da kriege ich nämlich einen mittleren Anfall, bis die trocken sind. Oh mein Gott, das dauert ewig. Und deshalb habe ich jetzt hier meine Haarklammer. Ich mache sie mir dann hoch. Und habe ich hier noch eine schöne Kette. Die habe ich neu aus einem Online-Shop. Gefällt mir total gut. Ich zeige die euch dann nochmal von Namen. Der Shop nennt sich Ponka Hamburg. Oh mein Gott, da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Die haben ganz schöne Sachen. Da habe ich dann jetzt auch bald eine Verlosung auf Instagram. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, und ansonsten war ich heute Morgen auch fleißig. Ich habe meinen ganzen Haushalt gemacht. Und habe gekocht und aufgeräumt, die Wäsche gemacht und so weiter. Ich habe auch ein bisschen was geshoppt. Mal schauen, ob ich euch die Sachen dann später noch zeige oder morgen vielleicht. Morgen früh, mal gucken, wie halt so unser Plan ist. Aber jetzt fahren wir erstmal los ins Schwimmbad. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Schnell einkaufen! Ja, freust du dich? Ja, die Bella freut sich, dass wir wieder da sind. Ja, freust du dich? Bella freut sich. So, jetzt gibt es Abendbrot für meinen Mann und mich. Mache ich jetzt das hier. Dann habe ich noch Hummus. Oh mein Gott, ich liebe es. Und für meine Kinderlein gibt es ausnahmsweise eine Pizza. Lecker, schmecker. Guten Morgen. Ja, es ist Sonntagmorgen, kurz nach 7:30, wie ihr sehen könnt. Ich laufe jetzt schon meine Runde mit der Bella. Da vorne ist sie. Leider ist nicht so gutes Wetter, wie ihr es sehen könnt. Ich habe jetzt auch mal meinen Schirm dabei. Vorhin hat es so genieselt, was ich total schade finde, weil wir wollten heute eigentlich Inliner fahren mit unseren Mäusen. Aber jetzt gucken wir mal, was wir heute an diesem Sonntag machen. Der Luki, der geht dann später mit seinem Papa noch Mototrail fahren, also zum Training. Und ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, was heute den Sonntag noch so passiert. Und ich würde sagen, bis später! So, wir haben es jetzt kurz nach 8. Ich habe schon mal das Frühstück gerichtet, werde meinen Mäusen jetzt aber noch einen frisch gepressten Orangensaft machen und einen kleinen Obstteller. Das mögen sie total gern für zwischendurch. Es fehlt hier jetzt auch noch ein bisschen was auf dem Tisch, aber sie schlafen noch. In der Zwischenzeit lasse ich mir jetzt meinen Kaffee raus und werde noch mal eine halbe Stunde hoch ins Büro gehen und mich dann mal ans Putzen machen und warten, bis meine Mäuse quasi wach werden und dann sehen wir mal weiter.
So, auf geht's ins Büro. Hier ist mein Kaffee, aber wirklich nur kurz, weil ich möchte dann putzen. Und genau, hier oben ist das Büro. So, schaut mal, was für einen schönen Ausblick wir haben. Es hilft mir jetzt aber nicht viel weiter, weil ich muss ja jetzt an meinen PC. So, der Luki fährt jetzt mit seinem Papa zum Moto-Trial-Training. Tschüss, viel Spaß, Luki! So, meine Lieben, so sehe ich also aus am Sonntagmorgen. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Ich werde jetzt ein bisschen meine Haare pflegen. Und zwar mache ich mir dieses Kokosöl rein und werde meine Haare hochstecken mit einer Klammer. Es ist schon sehr viel passiert hier im Haus. Also ich habe schon die ganzen Betten gemacht. Wohnzimmer steht schon soweit. Ich habe schon einen Teil vom Mittagessen vorbereitet. Aber ich werde jetzt noch putzen. Ich werde euch jetzt natürlich nicht alles zeigen, weil es natürlich super langweilig wahrscheinlich ist. Aber meine Kinder haben schon soweit gefrühstückt. Die lernen jetzt für Englisch. Und so geht jetzt der Tagesablauf weiter und ich würde mal sagen, bis später. Vorher, nachher. So, heute gibt es Raclette bei uns, hat sich mein Sohn gewünscht, finde ich total gut, hatte ich nämlich nicht viel Arbeit damit. Wir lieben Raclette, ein Essen, das mal allen schmeckt, wie wunderbar. Und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken, bis später. Der Alessandro badet jetzt. Aber davor bastelt er sich noch seine Seife selbst. Und zwar habe ich das mitgenommen bei Lush. Das ist eine Waschknete. Ich kannte das gar nicht. Und ja, jetzt hat er sich hier seinen Stern gemacht und den nimmt er jetzt mit in die Badewanne. Stimmt's, Lassie? Ja. Ui, schön. Cool. Damit kannst du dich jetzt waschen. Das sieht schön aus. Sieht schön aus, ne? Ja, okay. Auf geht's in die Badewanne. So, meine Lieben, da bin ich jetzt nochmal. Heute Mittag ist gar nicht mehr so viel passiert. Wir haben noch die Küche aufgeräumt, ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Jetzt haben wir uns schick gemacht, denn wir sind in unserer Lieblingsgaststätte. Hier haben wir schon ziemlich viele Feiern gefeiert, weil es einfach total kinderfreundlich ist. Und ja, meine Kinder haben sich jetzt gewünscht, noch Billard zu spielen. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee, mal schauen, ob wir noch was zu Abend essen. Und ansonsten war es das jetzt erstmal von meinem Video. Ich wollte euch ja eigentlich noch die Sachen zeigen, die ich geshoppt habe, aber das mache ich das nächste Mal. Mal schauen, ob mein Mann jetzt noch ein Outfit of the Day zaubern kann. Und dann schließe ich jetzt dieses Video ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Follow Me Around. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!